was ihr unbedingt sehen will, ist das von Dominik. Ja, seine Videos gucken wir eigentlich immer an. Der hat ja ein Video gemacht zum Thema Mewing. Also ganz ehrlich, ich dachte Mewing, ich bin jetzt mal gespannt, was das wirklich ist, weil ich dachte, Mewing ist nur diese Jawline. Also ich dachte, das ist quasi nur dafür da, dass du so eine männlichere Jawline hast, wo ich bei Frauen immer nicht verstehen kann, wenn die sich das spritzen lassen, weil ich immer finde, dass das ein bisschen weird aussieht. Aber ja, er hat ein Jahr Mewing betrieben. Ist die Struktur unseres Gesichts zu 100% von unseren Genen abhängig? Das dachte ich. Oder können wir da was dran ändern? Als ich vor ein paar Jahren hier auf YouTube über ein Video gestolpert bin, in dem behauptet wird, dass man sein Gesicht trainieren kann, hat mich dieses Thema irgendwie auf... Ja, unglaublich viele Videos, oder? Ich habe mir selber mal so ein kleines Gummi-Ding bestellt, wo man so... Und dann soll hier diese Markanta, aber nicht durchgezogen. Eine seltsame Weise fasziniert und nie wieder losgelassen. Seit mehreren Jahren betreibe ich das sogenannte Mewing. Hierbei soll durch eine bestimmte Zungenlage die Struktur des Gesichts verändert werden. Ich persönlich hatte damit wirklich gute Erfolge. Ich meine, ich gewinne sicherlich keinen Schönheitscontest, aber mein Gesicht sieht besser aus als damals. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Ganze dem Mewing und anderen Techniken geschuldet ist. Bin ich mal gespannt, was ihr sagt, ne? Weil ich kenne mich damit einfach gar nicht aus. Schuldet ist. Also wollte ich ein Update-Video machen. Ich habe schon mal ein Video zu Mewing gemacht. Krass, 2020, okay. Das hat eine 250.000 Views. Dieses Video hier soll also ein Update-Video werden und eine komplette Anleitung für Mewing und andere Gesichtstechniken. Denn es stellt sich heraus, man kann das Gesicht genauso trainieren. Brauche ich das? Sollte ich mein Gesicht trainieren? Was denkt ihr? Wie sein Körper und auch genauso verändert. Popularisiert von Dr. Mike Mew ist Mewing eine bestimmte Zungenruhelage, die dafür sorgen soll, dass der Oberkieferknochen nach vorne wandert. Das soll kleine, aber gut sichtbare optische... Okay, mal gucken. Also von hier zu da, okay. Ich hätte immer bei solchen Bildern gedacht, die haben einfach 5 Kilo abgenommen. Veränderungen hervorrufen. Oder? Also ich würde immer so denken, dass die einfach abgenommen haben. Ja, also klar, ist natürlich hier viel markanter, ne? Wie beispielsweise eine schärfere Kieferlinie, also eine schärfere Jawline und soll generell zu einem attraktiveren Gesicht führen. Und ich bin ehrlich, ich war am Anfang verdammt skeptisch, weil ich mir gedacht habe, yo. Das glaube ich, Bro. Das glaube ich, aber auch verzweifelt ein bisschen. Ne? Das kann wahrscheinlich nicht funktionieren, aber da der zeitliche Aufwand einfach so gering ist, habe ich einfach beschlossen, das Ganze zu probieren. Keine Angst, wir sehen später im Video noch, wie genau das funktioniert, aber das hier sind meine Erfahrungen damit. Ich bin circa Mitte 2018 das erste Mal über besagtes Mewing gestolpert. Für mich hat sich das Ganze irgendwie einleuchtend angehört und deshalb habe ich beschlossen, das einfach mal zu probieren. Also hier im Chat, keiner Erfahrung damit? Mewing, hier Jawline oder so? Keiner, okay. Ja. Zuerst habe ich beim Autofahren und beim Schneiden daran gedacht. Doch, Dorian, ja, haut mal raus, will ich mal wissen. Ach, ich habe es oft vergessen, aber irgendwann wurde es dann wirklich zur Gewohnheit und mittlerweile mache ich das Ganze unterbewusst. Am Anfang war es eher anstrengend, ich hatte auch so eine Art Muskelkater im Kiefer. Übrigens, meines Verständnisses nach ist Mewing nicht unbedingt eine Technik, sondern das ist einfach die Zungenruhelage, so wie sie richtig sein sollte. Das hier war meine Kieferlinie circa Mitte 2018. Wie man sehen kann, ist diese nicht unbedingt vorhanden und mein Gesicht wirkt eher irgendwie fluffig oder halt irgendwie anders. Zwei Jahre später, Mitte 2020, sieht das Ganze schon anders aus und meiner Meinung nach ist da wirklich ein Unterschied zu erkennen. 100% ein Unterschied zu erkennen. Aber ist natürlich auch, was man sagen muss, Lichtverhältnis. Ne? Das andere ist viel heller, das ist natürlich dunkler, hast einen krasseren Kontrast, siehst natürlich auch eher so Linien. Und ich hätte halt gedacht, dass er einfach so ein bisschen ripter ist, weniger Speck. Spulen wir nochmal zwei Jahre vor und das Ganze sieht mittlerweile so aus. Nach vier Jahren Mewing hat sich also meiner Meinung nach wirklich... Ich habe es mal ausprobiert, für eine Zeit, Gesicht ist schon markanter geworden, aber denke eher zum Großteil durch Gewicht, Wasserverlust. Okay. Sichtbar etwas verändert und das, obwohl ich schon aus der Pubertät heraus bin und halt ausgewachsen bin. Aber wie funktioniert Mewing? Als erster Schritt wird durch die Nase geatmet. Das ist unfassbar wichtig, auch... Wir machen das jetzt mal mit. Gesundheitlich durch den Mund atmen ist keine gute Sache. Das stimmt übrigens, ja. Also das versuche ich auch immer, weil ich ja auch so schnell Mandelentzündung und so bekomme. Und das ist richtig schlecht, wenn du die ganze Zeit durch den Mund ein- und ausatmest. Vor allem, wenn das nachts passiert. Ich sollte also versuchen, immer durch die Nase zu atmen. Auch beim Sport, obwohl das dort meiner Meinung nach wirklich schwer, manchmal sogar unmöglich ist. Doch eine Sache... Mache ich das beim Sport? Puh, nee, da mache ich immer... aus dem Mund raus. Ich persönlich habe früher oft, wenn ich geschlafen habe, durch den Mund geatmet. Ich konnte mir das zum Großteil abgewöhnen, manchmal passiert es aber trotzdem noch, aber ich versuche immer wieder darauf zu achten. Jetzt zur Zungenposition. Die Zunge, und das ist der wichtigste Teil, sollte immer vollständig am oberen Kieferdeckel anliegen. Sowohl der vordere als auch der hintere Teil. Das ist anfangs super seltsam und... Wo liegt die denn normalerweise? So einfach rum und immer oben, okay? Ungewohnt und ich weiß noch von mir, dass ich anfangs den hinteren Teil meiner Zunge gar nicht richtig bewegen konnte und den auch gar nicht an die Kieferdecke anlegen konnte, einfach weil ich da so kein Gefühl drin hatte. Dafür gibt es aber einen kleinen Cheatcode. Wenn wir schlucken, entweder Wasser oder Spucke oder was auch immer, wandert... Oder, ja, okay.
hat unsere Zunge in die richtige Position. Also wenn man schluckt, gibt es so einen Zeitpunkt im Schluckvorgang, wo die Zunge den oberen Kieferdeckel komplett ausfüllt. Ich zeige euch das Ganze. Was? Was? Er hat das Video gemacht und gibt uns da auch ein bisschen Meme-Potenzial. Ist kurz. Okay, warte. Lass uns das nochmal angucken. Es ist dieser Zeitpunkt, wo man schluckt, aber das Ganze noch vielleicht nicht ganz unten ist. Macht es einfach selber, ihr werdet es dann verstehen. Auf jeden Fall kann man das bewusst kontrollieren. Wenn das der Kieferdeckel ist, kann man die Zunge so anlegen. Ich hoffe, man versteht das Ganze. Diese Position, die... Doch, ich weiß schon, was er meint, oder? Also wenn man schluckt, ist automatisch die Zunge ja irgendwie oben. Die Zunge nach dem Schlucken einnimmt, ist die ideale Position und so sollte sie immer liegen, außerhalb beim Sprechen oder beim Essen. Der vordere Teil der Zunge sollte knapp hinter den Schneidezähnen liegen. Mhm. Ist aber bei mir. Die aber nicht berühren. Das Ding ist, sich das umzugewöhnen, ist wirklich schwer. Aber für mich persönlich ist es die Atemtechnik und die Zungenruhelageposition, die am besten funktioniert und deshalb ist es wirklich wert, durch diesen Struggle zu gehen. Mr. und Mrs. Lame, genau zum richtigen Zeitpunkt. Es geht um das Thema Mewing und Schlucken. Hi. Sich das Ganze anzugewöhnen. Ich denke, ich werde das bis zu meinem Lebensende machen und deshalb ist es überhaupt kein Problem, wenn es anfangs nicht klappt oder man darauf vergisst. Passiert mir heute auch manchmal noch. Man muss sich einfach immer und immer wieder daran erinnern und mit der Zeit geht das Ganze ins Unterbewusstsein. Und ich denke, wenn man das alles kombiniert, kann es wirklich Wunder wirken, also nicht wegschalten, Freunde. Kaugummi und hartes Essen. Unsere Vorfahren hatten bessere Kiefer, als wir sie heute haben und das liegt zu einem großen Teil daran, da diese sehr viel pflanzliche und tierische Kost zu sich nehmen mussten, die erstens sehr schwer zu kauen war und zweitens sehr kalorienarm war. Das heißt, die mussten den ganzen Tag kauen, um irgendwie mühsam an ihre Kalorien zu kommen. In der heutigen westlichen Welt haben wir super viel weiches, kalorienreiches Essen, was dazu führen kann, dass unser Kiefer vielleicht nicht so aussieht, wie wir den gerne hätten. Die Lösung dafür ist... Ey, wisst ihr, was bei mir noch dazu kam? Soll ich euch kurz mal eine Story erzählen? Ich habe mir, als ich Milchzähne hatte, ne, habe ich zu Weihnachten oder so ein Dreirad geschenkt bekommen. Also es ist true story, ne? Also ich hatte gerade Milchzähne, die waren so komplett draußen. Ich habe Dreirad geschenkt bekommen und bin wirklich beim allerersten Mal gegen die Tür damit, habe mir alle Zähne rausgeschlagen und konnte nicht kauen. Also ich kam gar nicht klar. Ich habe mir alle Zähne rausgeschlagen, direkt Milchzähne waren da und ich so, ciao. Und konnte eine Zeit lang echt nur so vorgekautes Essen essen. Logischerweise mehr zu kauen. Das kann man, indem man entweder kleinere Bissen nimmt oder auf härteres Essen zurückgreift. Das ist meiner Meinung nach aber nicht unbedingt die beste Lösung, deshalb kommt an dieser Stelle Kaugummi ins Spiel. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich eine Woche lang. Okay, aber dann trainiere ich das ja automatisch. Ich bin ja eh kaugummisüchtig. Und durchgehend Kaugummi gekaut habe, um zu sehen, ob das einen Unterschied macht. Und die Kommentare von diesem Video waren voll mit einer bestimmten Kaugummisorte. Und zwar dem Falim-Kaugummi. Das ist nicht Falim-Kaugummi. Gesponsert offensichtlich, aber der ist erstens ohne Süßstoffe, was schon mal gut ist. Und zweitens härter als die meisten herkömmlichen Kaugummis. Der soll sogar die Zähne reinigen. Und wenn man gerade Auto fährt, schneidet, YouTube-Videos schaut oder irgendwas anderes macht, kann man sich so einen reinhauen, um diesen Vorteil mit. Kennt einer von euch das Kaugummi? Also ich mag eigentlich eher Kaugummi, was so übelst weich ist. Zu nehmen. Ist meiner Meinung nach wie ein wirkliches Workout für... Ich spuck die mal aus, wenn die zu hart sind. ...für den Kiefer, also sowas wie ein Gesichtstraining. Dabei gilt aber auch nicht übertreiben, nicht überanstrengen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das einen Unterschied macht. Hat es zumindest bei meiner Freundin. Persona ist diejenige, die mir das Ganze empfohlen hat. Wie war es bei dir? Ja, also mir ist erst seit kurzer Zeit bewusst geworden, dass ich das immer unbewusst gemacht habe, immer Kaugummi zu kauen. Und mir ist auch aufgefallen, dass dies halt... Es gibt extra Kaugummi, um Face zu trainieren. Okay, das ist heftig. Also, wo ich mehr Kaugummi kau, viel definierter ist als die andere. So. Das muss aber nicht nur Kaugummi kauen sein, sondern auch wirklich das Essen kauen, weil mir ist aufgefallen, wenn ich manchmal so Zahnschmerzen auf einer Seite habe, kau ich mit der anderen Seite. Chris, deshalb hast du so ein speckiges Gesicht, weil du kaust fast gar nicht, du schluckst einfach nur. Das ist der Grund, du kaust nicht. Weil wenn Chris einen Burger hat, dann, ich schwöre, so, ich habe so zwei Bissen, Chris, sein Burger ist weg, der inhaliert das so, ohne dass er überhaupt kaut. Und da ist es mir wieder aufgefallen, dass die eine Seite dann definierter ist als die andere. Und Thema Atmung ist auch extrem wichtig. Viele Freundinnen haben mich gefragt, wieso ich so ein definiertes Gesicht habe. Und mir ist bei ihnen aufgefallen, dass sie viel durch den Mund atmen und das ist halt absolut nicht gut, weil ich atme immer nur durch die Nase, das ist mir auch aufgefallen. Genau, und seitdem ich ihnen gesagt habe, dass sie mehr durch die Nase atmen sollen, ist es bei ihnen auch besser geworden. Was auch eine riesengroße Rolle spielt, ist der Körperfettanteil. Das Gesicht funktioniert nämlich exakt wie die Bauchmuskeln. Bei Männern ist das doch auch so, dass wenn die ein bisschen zunehmen, das schneller ins Gesicht geht, oder? Wenn die Bauchmuskeln super definiert sind, sieht die trotzdem niemand, weil halt eine Fettschicht drüber ist. Mhm. Und genauso ist es beim Gesicht. Ich persönlich bin dafür gerade ein gutes Beispiel. Ich habe gerade so viel Körperfett wie sicherlich die letzten Jahre nicht mehr. Ja, genau. Dominik, der jede Woche Sportvideos macht. Weil ich einfach gerade eine Massephase mache, jeden Tag 4000 Kalorien.
Kalorien esse und sich das Ganze gut und gerne ziemlich schnell auf mein Gesicht auswirkt. Ich habe auch einen Kollegen, der isst beispielsweise die ganze Zeit Low Carb, weil wenig Kohlenhydrate einfach dazu führen, dass sein Gesicht schön definiert und dünn aussieht. Die Kohlenhydrate zu reduzieren funktioniert. Ich persönlich mache das nur nicht gern, weil ich bei dieser Ernährung einfach nicht klarkomme und überhaupt keine Energie habe. Für manche Same, habe ich auch so. Low Carb kann ich gar nicht. Leute, funktioniert das jedoch. Ihr kennt mich, ich predige immer eine gute, gesunde Ernährung mit guten, natürlichen Zutaten und genauso ist es in diesem Fall hier auch. Das ist noch ein Grund, um auf seine Ernährung zu achten und kann wirklich einen riesengroßen Unterschied machen. Und in den dubiosen Tiefen des Internets findet man noch Videos zum Gesichtstraining. Es gibt hier auf YouTube eine Reihe von Videos, wo bestimmte Gesichtsworkouts vorgestellt werden. Die Übungen sehen zugegebenermaßen extrem albern aus, aber laut Erfahrungsberichten in den Kommentaren soll das Ganze wirklich gut funktionieren. Ich habe gerade ein Gesichtsworkout gemacht. Shoutout an Sascha Huber, von dem war das. Ich will euch die Übungen nur ganz kurz zeigen, weil ich es wirklich interessant finde. Die erste Übung ist so, Luft in die Oberlippe zu geben und das dann in die Backen hin und her zu geben und so hin und her zu drücken. Ich komme mir absolut dumm vor, aber die zweite Übung ist einfach nach oben zu schauen und dann sozusagen den Himmel zu küssen. Die dritte Übung ist, seinen Kopf sozusagen... Ey Chris, wir müssen wirklich die Themen unserer YouTube-Videos überdenken. ...sagen, auf den Armen aufzustützen und dann den Mund aufzumachen, weil dann das Gewicht des Kopfes dagegen drückt. Und die letzte Übung ist einfach nur, seinen Kopf zur Seite zu drehen und dann seinen Kiefer nach vorn zu schieben und dann wieder zurückzuholen. Ich komme mir wie der absolut letzte Idiot vor, aber mein Gesicht fühlt sich so an, als wäre es gerade trainiert worden. Ich denke schon, dass das was bringen kann. Ich persönlich habe nicht viel Erfahrung damit, also kann ich nichts dazu sagen. Ich wollte es der Komplettheit aber trotzdem mitnehmen. Ich glaube safe, dass das funktioniert und auch dieses Jawline trainieren, aber ich sage euch ehrlich, Leute, also ich hätte gar nicht die Muße dazu, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, mir wäre das nicht wichtig genug. So, also ich kann mir vorstellen, so Elevator Boys oder so, die ja so rein über ihr Aussehen oder so, aber ich würde jetzt niemals, also ich habe ja auch so eine sehr ausgeprägte Morning-Abend-Routine, ich würde jetzt nie 5 oder 10 Minuten am Tag so in sowas fließen lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach Train Your Face in YouTube eingeben und da solltet ihr die Videos finden. Ich bin natürlich kein Doktor, sondern nur ein Typ im Internet mit einer Kamera und Google, aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass das Ganze funktioniert und der zeitliche Blechbläser haben auch definierte Lippen. Aufwand dafür und generell der Aufwand dafür ist halt so klein, dass man das meiner Meinung nach am besten... Was ist denn Blechbläser? Ist das jetzt irgendwas Perverses? Blechbläser. Einfach mal selbst ausprobiert. Schreibt gerne eure Erfahrungen mit dem Thema in die Kommentare. Okay, es sind so Instrumente. Kommentare, ich will, dass wir uns da unten alle gegenseitig helfen. Ich hoffe, das Video könnte euch helfen und bestenfalls im Long Run euer Gesicht attraktiver machen. Mögen alle eure Träume wahr werden. Bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace. Dominik. Er glaubt auch nicht. Danke für das Video. Ich werde es mal ausprobieren. Aber ich glaube, es ist schon ein großes Thema. Also so Jawline, weil das Ding ist, ich glaube, dass das auch, das passt gut zu meiner Podcast-Folge morgen. Ich glaube, dass diese markanten Jawlines auch so schönheitsideal geworden sind. Und wenn Leute nicht die Muße haben, solche Übungen zu machen oder das halt viel schneller haben wollen, was werden die machen? Die werden sich das spritzen lassen. Ne? Die werden einfach zum Doc gehen und sagen, hier, mach mir diese Jawline mal irgendwie attraktiver. Schon heftig eigentlich.